Was geht ab, meine lieben Freunde, YugiRTV hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal was ganz anderes auf dem Channel und zwar will ich mit diesem Video eher die neuen oder die wiederkehrenden Spieler ansprechen. Ich selber hatte eine extrem lange Pause vor Yu-Gi-Oh! Bevor ich dann vor 1,5 Jahren wieder angefangen habe aktiv zu spielen. Als ich damals aufgehört habe, hatten wir noch nicht mal ein richtiges Extra-Deck. Ich meine damals dieses Fusionsdeck und die einzigen Monster, die wir drin haben, ihr könnt euch mit Sicherheit denken, es waren eben die Fusionsmonster. Als ich dann Ende 2019 wieder angefangen habe, so musste ich mich erstmal wieder mit diesen ganzen neuen Kartenfarben und auch mit den neuen Spielmechaniken auseinandersetzen. Ich meine, es gab auf einmal Synchromonster, Xyz, Pendel, Linkmonster, alles Karten und Mechaniken, von welchen ich früher nichts gewusst habe und so gab es für mich eine ganze Menge zu lernen. Aber ich habe es geschafft und heute würde ich mal gerne mit euch meine 5 Tipps teilen, wie man ein besserer Duellant wird. Und unser Tipp Nummer 1 ist, macht es wie Weevil und wirft die besten Karten des Gegners ins Meer. This is the way. No! Nee, Quatsch. Der erste Tipp ist, glaubt an das Herz der Karten. Wie? Das hilft euch auch nicht weiter? Na gut, dann gebe ich euch mal einen richtigen Tipp. Und mein Tipp Nummer 1 ist, lernt die Metadecks. Yu-Gi-Oh! Hat bereits über 10.000 Karten und so kann es für einen neuen Spieler extrem schwierig sein, sich mit allen diesen Karten auszukennen. Ich würde mal beinahe sagen, unmöglich. Auch ich war mit diesem Problem konfrontiert. Als ich damals aufgehört habe, gab es rund 1.500 Karten. Als ich dann 2019 zurück ins Spiel kam, sind es auf einmal über 10.000. Wie soll man das nun aufholen? Nun ja, ganz einfach, das muss man auch gar nicht. Es reicht im Prinzip, wenn man sich mit dem Meta auskennt, vielleicht noch das eine oder andere Rogue-Deck mit einbezieht. Und so wird es dieser Pool aus 10.000 Karten ganz schnell zusammenschrumpfen und es sind auf einmal nur noch ein paar hundert Karten, mit denen man sich jetzt auskennen muss. Und versteht mich nicht falsch, das Ganze ist immer noch sehr viel und es dauert sicherlich einige Zeit, bis man sich mit diesen Decks auskennt, aber es wird immer noch viel weniger Zeit kosten, wie sich eben diese ganzen 10.000 Karten zu merken. Es ist extrem wichtig, dass ihr versteht, was das gegnerische Deck macht und wie die Endbots dann aussehen. Nur so könnt ihr eure Handtraps am effektivsten nutzen und eben dafür sorgen, dass der Gegner sein Endbot nicht bekommt. Das gegnerische Deck zu kennen ist definitiv ein riesen Vorteil. Dazu gibt es einen Haufen Videos auf YouTube, wie zum Beispiel Deck Profiles, Combo Tutorials oder aber auch eben Gameplay, die euch dabei helfen können, diese ganzen Meta-Decks zu lernen. Zu wissen, was das gegnerische Deck macht, wird euch definitiv dabei helfen, das Deck auch zu besiegen. Kommen wir aber zu meinem nächsten Tipp und mein Tipp Nummer 2 ist, lernt die Regeln. Und ich weiß, es klingt banal, aber Yu-Gi-Oh! Ist ein unglaublich kompliziertes Spiel und es wird eine ganze Weile dauern, bis man da die Regeln verstanden hat. Was ich aber extrem wichtig finde, ist, dass man den Problem-Solving-Karttext lernt. Es ist eben der Weg, eine Karte richtig lesen zu können. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber ein Yu-Gi-Oh!-Spieler liest doch seine Karten gar nicht. Nun ja, ihr müsst es aber lernen. Seit 2011 werden die Karten in dem Problem-Solving-Karttext gedruckt. Das Ganze ist extrem hilfreich und hilft eben, Missverständnisse zu vermeiden und eine Karte richtig lesen zu können. Durch den Text könnt ihr ganz einfach erkennen, was sind die Kosten, was ist der tatsächliche Effekt, zielt die Karte oder zielt sie nicht. Und es ist eben wichtig, dass ihr diese Sachen versteht. Ihr müsst den Unterschied zwischen Kosten und dem Effekt verstehen. Ihr wollt dem Gegner auch nicht unnötige Informationen verraten. Zum Beispiel, falls die Karte jetzt nicht zielt, solltet ihr den Gegner auch nicht euer Target nennen. Aber auch der Unterschied zwischen Hard-Ones per Turn und Soft-Ones per Turn lässt sich eben durch diesen Problem-Solving-Card-Text ganz einfach erkennen. Es gibt auch noch diverse andere Sachen, wobei euch der Text helfen kann, aber ich will jetzt nicht zu tief ins Detail eingehen. Eventuell mache ich ein extra Video darüber, falls ihr daran Interesse habt, dann lasst es mich gerne wissen und dann können wir uns das Ganze etwas genauer anschauen. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Tipp Nummer 2, lernt die Regeln und vor allem auch den Problem-Solving-Card-Text. Kommen wir aber zu unserem nächsten Tipp und der heißt, analysiert eure Fehler. Was ich damit meine ist, wenn ihr dann mal verloren habt, dann lernt es in euch zurückzugehen und zu überlegen, wieso habe ich jetzt eigentlich verloren. Und ich weiß, oft denkt ihr, die Antwort ist ganz einfach, ich habe gebrickt, der Gegner hatte Glück, ich spiele halt keine Meta-Decks wie diese ganzen Noobs oder der Gegner hat es bloß gewonnen, weil er diese ganzen teuren Karten wie Lightning Storm, Droplets und so weiter spielt. Ansonsten hätte ich definitiv gewonnen, der Gegner hatte bloß Glück. Es ist immer einfacher, jemandem anderen die Schuld für seine Niederlage zu geben als sich selber. Doch oft ist man eben selber dran schuld. Vielleicht hat man vergessen, einen Effekt zu aktivieren, vielleicht hat man ohne Grund overextended und dann einfach mal Nibiru kassiert oder vielleicht hat man sinnlosen Monster in Attack gespielt und dann eben gegen Lightning Storm verloren. Das letzte passiert eigentlich mir ziemlich oft.
In letzter Zeit beschwere ich oft meinen Zeus mit 6 Materialien in Angriffsmodus, obwohl es dazu absolut keinen Grund gibt. Ich könnte es genauso gut auch in Death Special, denn er hat auch genauso 3000 Verteidigungspunkte. Und dann ist der Gegner dran, spielt einmal Lightning Storm und dann geht mein Zeus mit seinen 3 Board Wipes dahin. Und obwohl ich das Game bereits eigentlich in der Hand hatte, gebe ich meinen ganzen Vorteil durch diesen kleinen Missplay, der sich ganz einfach vermeiden lassen würde, auf und verliere dann womöglich das Spiel. Oft sind es kleine Fehler, die sich vermeiden lassen würde, wenn man da etwas konzentrierter und aufmerksamer spielen würde. Mir fällt das Ganze auch oft auf, wenn ich meine Live-Duelle editiere. Ich sehe dann auch immer die Hände und denke mir so, was hast du eigentlich gemacht? Das Game hättest du eigentlich locker gewinnen können, wenn du da etwas anders gespielt hättest. Daher mein Tipp an euch, analysiert eure Fehler, lernt aus ihnen und versucht es beim nächsten Mal besser zu machen. Und klar gibt es dann Fälle, wo man tatsächlich gebrickt hat. Natürlich gibt es auch Situationen, wo der Gegner insane gezogen hat und ihr da einfach tatsächlich keine Chance habt. Aber oft sind es eben diese eigenen Missplays, die zu der Niederlage beitragen. Kommen wir aber zu unserem nächsten Tipp und mein Tipp Nummer 4 ist, lernt das richtig zu siden. Ihr müsst verstehen, dass ihr mehr Spiele mit eurem Side-Deck spielt als ohne, denn selbst wenn ihr alle eure Matches mit 2:0 gewinnen würdet, so würdet ihr mindestens genauso viele Spiele mit dem Side-Deck spielen wie ohne. Sobald es das erste Game 3 dann gibt, dann gibt es eben mehr Spiele mit Side-Deck wie ohne Side-Deck. Daher ist ein gutes Side-Deck extrem wichtig. Ein gutes Side-Deck alleine reicht aber auch nicht, ihr müsst lernen, das Ganze richtig einzusetzen. Ihr müsst euch im Vorfeld Gedanken machen, welche Karten kann ich mir erlauben rauszusiden und welche nicht. Es bringt zum Beispiel nicht, wenn ihr die wichtigsten Pieces eurer Engine raussidet und euer Deck im Nachhinein dann gar nicht mehr richtig funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel verloren habt und wisst, dass ihr im nächsten Game dann First geht, so macht es durchaus Sinn, Going Second Karten rauszusiden. Karten wie Lightning Storm, Evenly Matched, Alpha Bestienmeister, das sind alles unglaublich starke Karten, die euch definitiv auch im Turn 3 oder 5 nützlich sein können, aber ihr müsst verstehen, dass es für euch dann unter Umständen gar kein Turn 3 mehr geben wird. Denn ihr fängt ja bereits mit 5 Karten an. Wenn da auch noch ein paar Going Second Karten dabei sind, die euch im ersten Zug absolut nichts bringen, so wird euer Board dementsprechend schwächer. Dadurch wird es eurem Gegner leichter fallen, das Board zu brechen und er kann euch dann womöglich auch nicht killen. Und Going Second kann ich euch empfehlen, eure Fallen rauszusiden, denn die sind erstmal tot, weil sie eben eine Runde auf dem Feld liegen müssen, bevor ihr sie aktiviert. Ich weiß, Siden ist ein recht kompliziertes Thema, aber ich kann euch nur empfehlen, setzt euch damit auseinander, denn wie am Anfang schon erwähnt, werdet ihr mehr Games mit eurem Side-Deck spielen wie ohne. Und damit kommen wir zu meinem letzten Tipp und mein Tipp Nummer 5 heißt üben, üben, üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und genauso ist es eben auch bei Yu-Gi-Oh! Ich finde am besten lässt es sich mit Freunden üben, im Idealfall sollten sie auf eurem Level sein oder auch etwas besser. Es muss aber definitiv einer dabei sein, der sich mit den Regeln auskennt, denn es macht nicht viel Sinn, wenn ihr dann falsch spielt und es keinem von euch auffällt. Und wer jetzt sagt, ich habe keine Freunde, so gibt es da diverse Computerspiele auf die unterschiedlichsten Plattformen, einige davon auch kostenlos, da denke ich, wird es für jeden was dabei sein. Das war's aber mit meinen kurzen Tipps, falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.